Willkommen zurück zu Days Gone. Ich bin euer Firubo und wir haben die Karte soweit fertig. Ne? Jede Recap-Mission, wenn wir die mal freigeschaltet haben. Aber wir haben jetzt noch die Nebenmission, die uns nicht mal ziemlich angezeigt wird. Und wir gehen einfach mal hier rein. Story, das könnte klappen. Fahre zur Position. Ja, ich fahre hier voll rein, Alter. Geil. Ich kann das nicht mehr. Schon okay, mir geht's gut. Was ist denn los? Ich bin eine Tierärztin, verdammt. Ich kenne mich nur aus mit Koliken, Dämpfigkeit und Hufkrankheiten. Sieht das für dich aus wie ein scheiß Huf? Nein, Ellie? Du hast gesehen, was Boozer passiert ist. Ich kann das nicht. Es gibt Ellie. So viele Verwundete. Ellie. Und so viele sterben. Ellie. Deacon, ich bin keine Ärztin. Okay, vielleicht nicht. Aber wir haben nur dich. Eddie ist keine Ärztin. Okay. Warum liegt mein Gewehr auf meinen Füßen? Du hast trotzdem Boozers Leben gerettet. Das sagt schon eine ganze Menge. Was soll das? Warum zinkt mir das Spiel diese Waffe jetzt auf? Das wüsste ich gerne. Ja gut, aber wenn mir das Spiel diese Waffe aufzinkt, ja, dann nehmen wir sie doch, komm. Ich sag genau, dass ich nicht nochmal die Munition bezahlen muss. Ja. Ich finde es interessant, dass Deacon einfach jetzt ein Pflaster auf dem Arm kriegt und das war's für ihn. Boozer wäre fast dran gestorben. Würde ich nur mal so angemerkt haben. Sollen wir uns hinlegen und pennen oder wie? Hey Deke. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sicher gehen, dass die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skizos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen, das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komm mit. Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum erwarten. Er wartete bis zum Morgen und als sie alle schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nie vergessen. Er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, du Sie wollen in Frieden ruhen, ich helfe Ihnen dabei. Deacon, das kannst du Und warum nicht. Warum nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Boozer, ich komme zum Tor rüber. Bist du bereit? Schon unterwegs, Bruder. Also hat der Deacon im Grunde mehr Angst vor Rippern als vor Freakern. Ich würde da lieber die 50.000 Freaker, die da durch Horden durchziehen, stoppen. Und lieber gegen ein paar von den Rippern kämpfen, oder? Ich meine, wenn so eine komplette Horde reingelaufen kommt, ihr seid alle tot. Dass das überhaupt noch nicht passiert ist, wundert mich schon. Das Gewehr. Oh ja, ein kleines Geschenk von Skizo. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Also brauchen wir dieses Gewehr wirklich, okay? Ach, verdammt, gut. Skizo. Was stellen wir später mit dem Mistkerl an? Alles. Wir wollen doch nicht, dass Iron Mike ihm den Prozess macht, oder? Stimmt nicht.
Gut, was machen wir jetzt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, sie arbeitet südlich der Iron Butte Ranch. Ich habe sie früher oft zum Lunch abgeholt. Dann beigebracht. Pferd. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und sie ersaufen alle wie die Ratten, wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Wenn Jesse überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, hm? Ich bring uns da schon hin. Halt du dich gut fest. Jetzt hab ich dich. Ein Verirrter. Ripper davon! Nein! Ich seh dich! Oh, interessant. Das ist für euch. Willi. Komm, Musa. Hol ihn dir. Hallo? Warum stirbst du nicht, du mein Bitch? Scheiße, sagt er. Wie? Komm, kill ihn. Na los, er lebt immer noch. Was ist los? Musa. Helfe ich dir halt eben. Musa, du bist echt nicht zu gebrochen. Noch mehr Ripper! Ich hab sie! Hallo? Oh, Munition, ey. Ich darf hier vielleicht den Sniper nehmen sollen? Okay? Es ging mir schon besser. Was denn? Typen, die sich selbst anzünden, kennst du auch schon. Okay, ich bin dabei. Bisschen Loot wäre schön, ne? Achso, soll man ein Bike holen? Immer diese Reaper mit ihren Torbögen hier. Ja, schönes Hebel. Ist wieder. Vor allem wird es spaßig, hier durchzufahren. Ich glaube einfach mal, wir fahren jetzt schon mal runter. Hallo. Hui. Das ist ein Spaß, hier durchzufahren. Hätte ich eigentlich auf den Truck gehen können? Da haben wir, glaube ich, noch Muni, aber egal. So. Wo haben wir nicht so viel Scheiße? Wir müssen jetzt nach Süden! Ich komme schon! Ach, ist der Plan von Norden nach Süden, oder wie? Gut, wir haben Miro-Kontrollpunkt entdeckt. Wir sind jetzt hier, okay. Können wir den Kontrollpunkt eigentlich machen? Oh, Busa kommt mit. Strom. Ach, Scheiße. Wie so oft, ne? Zack. So, das Ding mögen wir nicht. Sagte ich. So.
glaube, das Ding da hinten mögen wir auch nicht, oder? Hast du das schon? Keine Ahnung. Ob es das was gebracht hat. Ach guck mal, denkt jemand. Die hängen ab, die Leute. So, bin ich auch kaputt. Dann haben wir hier noch bestimmt was. Hallo? Steig hinauf. Um mit ein paar Worte zu sprechen. So. Jetzt kann man noch ein bisschen von unserer Gesundheit oder so tun, ne? So, hier haben wir überall. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Lautsprecher montiert. Er kam auf die Idee an. Siehst du mal, so hier ist unser Generator. Wir brauchen aber noch Sprit. Vielleicht hier? Das war nicht, okay. Ja. Spritterino. Ja, kann gut gebrauchen. So, Glück, Glück, Glück. Ich finde es schon gut, dass wir das einfach so jetzt machen können. So. Ich denke mal, sollen wir jetzt noch eine Sicherung machen oder so. Kaputt. Na dann. Machen wir die Brille doch. Ach stimmt, das war das eine Mal, wo ich stand. Ja, jetzt sind wir im Geschäft. Okay. Ich hab gerade was Knurren gehört. Das Ding habe ich drauf geschossen. Warum geht der nicht kaputt? Oh, endlich! Endlich Ruhe! Ups. So. Ja, unser schöner Fasskampf im Arsch. Natürlich. Natürlich muss ein Frischer kommen. Oh. Können wir noch mehr? Och nein. Warum kommt ihr denn jetzt plötzlich alle? Holy shit. Was soll das denn? Na, Buzzer. Zack. Schön. Schönes Team. Ich geh mal in Sicherheit, okay. So, ne? Tschüss. Dann schauen wir mal. So, wir können so einen Verband reinziehen. Zack. Wir mitnehmen. Was haben wir denn hier? Medizinischer Befehl. Medikit kann ich gebrauchen gerade. So, hier ist nicht mehr. Dann hier hin. Muse macht das ja schon, ne? So, da haben wir das Köfferchen. Ja, den wollen wir haben. Und wir gönnen uns Gesundheit oder Konzentration? Na, können wir uns Konzentration kommen. Zack und. Oh ja. Ach, dafür können wir noch ein bisschen. Noch ein Medikit. Das war schön. So viele Medikits. So, Buse, hast du gekillt? Den Drecksack hier. Scheinbar nicht. Ne, hat er nicht, okay. Danke für nix, Buser. Nett. Gut, wir kommentieren das einfach mal nicht. Ja, komm, Buser. Boostman. Soll ich deswegen hier drauf gehen? Hallo? Buser? Mann, was ist verkehrt mit dir? Ich
Ich kann nicht mal losfahren. Ja, Bursa, was ist jetzt? Hört das noch was? Mein Gott. Was für ein Kack. So. Oh, da kann man drüber springen. Oh ja! Wird cool sein, hat geklappt. Nice. Nehmen wir ein bisschen Gummi hier. So. Ist ja für ein Brennen hier. So. Oh, eine ganze Siedlung hier. Nice. Das wird nicht gerade ein Kinderspiel. Nein. Okay. Hey, was machst du da? Ich dachte, ich trage den Sprengstoff kurz darunter und frag mal, ob sie ihnen was ausmacht, wenn wir sie hochjagen. Bursa. Komm, du hältst mir mit Skizzos Gewehr den Rücken frei und ich platziere die Ladung. Oh, Moment. Hey, ich pack das. Ich bin kein guter Schütze, aber mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Ich habe auch schon Sprengladungen gelegt, Bursa, in Afghanistan. Ich weiß, wo man sie platziert. Gut. Dann sag mir wo, wenn ich da bin. Ziehen wir es durch? Ja. Okay. Okay, ich werde den Turm darauf steigen, dann kann ich den dann von überall einsehen. Ich warte hier, bis du... Und deswegen haben wir die blöde Waffe. Okay. Kann auf diese Waffe ein... Schalter einfach drauf machen und einen Spürt hier. Bist du bereit? Ich gehe dann rein. Wirklich? Ja, unten bleiben und schnell sein. Verstanden, Bruder. Usa, los, los! Wo soll die erste Ladung hin? Siehst du das zweite Gerüst da vorne? Oben auf dem Damm? Okay, bin unterwegs. Wir den Damm umspringen. Wie die? Mal wenn schnell unten springen. Jetzt die erste Ladung. Den Schalter ist verspannt. Ach, der hat sogar noch ohne. Hä? What? Das war jetzt der zweite Sprengsatz. No. Okay. War gar nicht so schwer. Sagte ja. Machst du das? Ich hab sie. Nee, ist hier nicht. Noch einer. Oh, ganz. Guter Schuss. After. Ja, weiter so. Das sind Ripper. Ich sehe sie hier. Holy shit. Scharfschützen-Typ. Unten am Fuß des Damms. Auf Position. Ja, genau. Pack deine Waffe weg, Deacon. Wirst du bestimmt nicht mehr brauchen, ne? Okay. Dritte Ladung. Auf Position.
Beweg einfach deinen Arsch. Okay, mach du das mal mit einer Hand und einem Messer. Mhm. Komm schon, Mann. Ich hätte auch manchmal gern so eine Klingenhand. Hättest du? Gut. Verstanden. Sollen wir Klasse hier rauskommen? Ja, ja. Ja, genau, in dem Moment. Ich seh sie! Hast du da gar nichts zu tun? Aha. Okay. Ich versuch ja, Bosa. Du kannst einfach eine Pistole nehmen und zurückschießen. Ja, mehr Sprengstoff hatten wir eigentlich nicht, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Das war der letzte. Na, komm zurück. Lauf, Bosa! Ich mach ja schon so schnell ich kann. Lauf, Bosa, lauf! Haben wir es wohl geschafft. Ach du Scheiße! Bist du okay? Ja. Ja, ich glaub schon. Außer warte, war das etwa schon? Der wird nie alt, was? Nee. Finden wir Jesse. Ganz ehrlich, der Effekt war jetzt irgendwie geringer als erwartet. Vor allem ist es einfach wieder normal. Jetzt. Really, ist es einfach wieder normal? Lol. Ist das euer Ernst? Können wir uns hier nochmal umgucken? Wäre das möglich? Da kommt dann Jari, du empfängst dich zu weit von Bruce. Nehmen wir nach, ich komm wirklich. Alles klar. Ist okay, Spiel, ich soll sie nicht looten. Hab verstanden. Fest verwickelt. Willi? Willst du nicht auf der Seite offen? Oh, Schrott. Schrott nehmen wir mit. Ich darf mich schon wieder heilen. Warum darf ich meinen Kreis nicht benutzen? Lol. Achso, da sind ein paar Sträucher vor, deswegen darf ich nicht da rein. Aha. Warum gibt es diese Tür? Na gut, dann machen wir unsere Mission weiter. Ich sage, wir sollten die Mission irgendwie arschlangweilige Mission, nur das Mono Arsch, nennen. Obwohl, was heißt, sind wir noch im Arsch. Bruder, das war nur nicht eine in der Form. Großartige Leistung. Ja, ich dachte ein paar Mal, ich wäre geliefert. Das tut mir echt leid. Was zum Teufel redest du denn da? So lebendig war ich nicht mehr seit... Scheiße. Weißt du noch diese Sache mit der Horde in Tamelo? Wir sind noch nicht fertig. Oh, wir dürfen ganz langsam fahren und... Wie viele haben wir erwischt? Alles keine Ahnung. Aber sie hatten es verdient, oder? Ja, das hatten sie. Wir alle, Mann. Ja, wir haben einen Typen mit dem Baum schon gekillt, ne? Und das war's irgendwie. Na gut, wir müssen jetzt wohl zu Fuß weiter.
Willst du bleiben und streunende Ripper von meinem Bike fernhalten? Tja, ich glaube, das muss uns keine Sorgen machen. Und das hier, das geht auf Jesse. Er will sich rächen. Ich werde ihm zeigen, was Rache ist. Komm schon, gehen wir zur Lodge. Ich zeig ihm, was Rache ist. Ja, ja. Ein Stück gewesen, 86%. So hat es sicher nach der Sintflut ausgesehen. Die Flut riss alle Sünder mit sich. Ja, oh. Nur dass Gott mit dieser hier nichts zu tun hat. Die sehen auch nicht so aus, wenn sie von der Flut getroffen worden hier. Du weißt, was ich meine. Scheiße, mehr Rapper. Oh, welche Überraschung. Haben die überlebt? Oh, haben sie nicht. Sie wissen es nur noch nicht. Dick! Linke Seite! Du Dreckskerl! Na, Jungs! Na, gut, da waren wir auf die drauf. What the fuck war mit der Kamera los? What the fuck? Oh ja, das ist ein Brecher. Warum ist hier ein Brecher? Das wüsste ich ja lieber gerne mal. Kommt der mal hier hoch? Oh, der hat nicht hier hoch. Und der hält viel aus. Uiuiui. Was ist los mit dir? Okay. Was geht ab, Mann? Ich glaube, es ist Muni gebrauchen. Eigentlich nicht. Oh. Oh, so wenig Leben. Gar nicht gesehen. Holy shit. So, jetzt looten wir mal die Leute hier. Haben wir mehr Muni? Da hier so viel Muni liegt, glaube ich irgendwie, dass hier noch mehr kommt. Wie komme ich denn auf diesen Gedanken, ne? Vor allem, warum sind hier noch so viele von den Dingsnutzern gewesen? Von den Zombies? Habt ihr etwa Hausparty mit denen gespielt? Ja, kannst du da hochliegen vielleicht? Dann kann ich mich den ja auch noch looten. Ah ja, Sterilisierungsmittel. Wir müssten eigentlich vollgeklatscht sein, ohne Ende mit verbinden, ne? So. Gut. Carlos, hilf mir. Gut, dass Busa hier alles wegtanken kann. Du denn? Hey. So spät, Buse. Ja, Buse. Irgendwie langsam. Ja, ist ja gut, Buse. Sind die Kerle noch durchgeknallter als sonst? Ja, Mann. Müssen sich den Rest ihrer Scheißtruppe. Ach, das ist doch da, wo wir waren. Du wirst da niemals hinkommen. Ja. Verdammt. Hier. Mist. Ich helfe dir hoch. Okay, hör zu. Wenn mir irgendwas passiert, dann ist ein Weg. Du musst. Nein, pass auf. Das ist nicht Carlos da oben, okay? Nicht der Gründer von Rest in Peace. Es ist der Arsch Jesse Williamson. Ein elender Mistkerl und Versager, der bekam, was er verdient hat. Okay?
Jetzt geh verdammt nochmal darauf und bring den Scheißkerl um. Steig jetzt hinab, Bruder! Steig jetzt hinab! Verliere alle Waffen, eine Waffe dazu, sie kannst verliere alle. Wie sollen wir uns denn wehren? Erinnerst du dich an damals? Du und Bruder hat mich geheilt. Wie soll ich das denn machen? Hä? Deacon St. John. Ja. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Ja, guck mal, wie er mich weghaut. Erinnerst du dich an damals? Du und Bruce habt mich gehalten. So. Und Jacob hatte meine Rücken. Okay, müssen wir irgendwie die ganze Zeit zu ausweichen. Oder auch nicht. Alles klar. Jack dachte, ich wäre verrückt. Aber ja, komm. Ich wusste, was ihr Mongrel. Ja, ich war so klar. Und wir sind wieder tot. Boah, ich hasse solche Momente. Verliere eine Waffe in der Zwischensequenz und habe alles verloren. Ja, natürlich, natürlich, klar. Nur weil uns ein bisschen Kuck an die Nase geschmückt hat. Ja, genau. Mach einfach gar nichts. Erinnerst du dich an damals? Du und Bruce hat mich gehalten. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Aha. Diese. Ja, komm. Hab mich behindert. Natürlich. Jack dachte, ich wäre verrückt. Aber ich wusste. Komm ihn endlich. Irgendwie haben wir es anders vorgestellt. Wow, 50 Erfahrungspunkte kriegen wir diesen Kampf, der so kotzätzend ist. Ich sehe es. Ich sehe es. Der Weg ist mir offenbar. Ja, mir auch. Ruhe in Frieden, Jesse. Erledigt? Ja, erledigt. Und allein hätte ich es nicht geschafft. Ja. Es tat gut, mal wieder draußen zu sein, weißt du? Doch ich muss sagen, Scheiße schaufeln, Unkraut zupfen. Ja, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Tja, Jesse ist tot. Wie viele gibt es wohl noch? Leute, die wir von früher kennen. Keinen. Rosa, sie sind alle tot. Shit. Tut mir leid, Mann. Ja, mir auch. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen.
Wie gesagt, ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her. Ich dachte wohl mit meiner Elisabeth an deiner Seite und so. Was hat es da noch für einen Sinn, dir die Ohren voll zu heulen? Und dann... Damals, als die Hölle losbrach, da... dachte ich, du bist gar nicht da. Oh, das ist dir scheißegal. Verzeih den Ausdruck. Darum bin ich wohl hier. Weil ich mir nicht sicher bin. Ich hoffe, es gibt dich. Ich hoffe, es gibt einen Grund für diesen ganzen Scheiß. Das war's. Wir reden ein andermal. Amen. Dick? Ja, Ricky hat mir gesagt, dass du hier bist. Es liegt nur an den verdammten Knien, weißt du. Darum habe ich so lange nicht mehr gebetet. Ja, ich bin kein sehr großer Kirchgänger. Und das war auch nach der Hölle in Sherman's Camp noch so. Doch jetzt... nach all dem, da dachte ich, tja, vielleicht wird es Zeit. Ich hatte keine Wahl, Mike. Oh, jeder von uns hat eine Wahl, Dick. Bis wir sterben. Es sind die oder wir. Es sind immer sie oder wir. Immer. Und genau deswegen sind wir verdammt. Weil wir nicht begreifen, dass wir jede verdammte Seele einschließt, die nicht nach elender Scheiße stinkt und uns fressen will. Na gut, weißt du was? Es passt dir vielleicht nicht, aber die Welt ist, wie sie ist. Ja, ist so. Beten ändert daran nichts. Sich etwas anderes zu wünschen, verändert leider gar nichts, Mike. Mit Wünschen hat das überhaupt nichts zu tun. Wir formen die Welt, wie sie ist, durch unsere Taten. Wir alle. Ich ließ ihn gehen. Schizo. Er hätte keinen fairen Prozess gekriegt. Du hast ihn laufen lassen. Ich schick ihn fort. Keine Rückkehr. Scheiße nochmal, Mike. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da gemacht hast? Ja. Einen weiteren Mord verhindert. Und weißt du was? Es fühlt sich ganz gut an. Ja, es hätte ja nicht kein Mord sein müssen, es hätte einfach eine Gefängnisstrafe sein können, oder? Das fühlt sich ganz gut an, ne? Was reicht halt? Neue Lackierung. Ah, noch eine neue Lackierung, okay. Ich war abgelenkt. Fuck, ey. Puh. Ja. Können wir jetzt eigentlich hier in das Gebiet uns angucken? Oh, jetzt ist hier ein bisschen See. Okay, gut. Ich glaube, in dem Gebiet war keine Horde, kann das sein? Aber ein bisschen was zu erkunden haben wir schon. Vor allem zwei Lager gibt es danach. Eine Forschungsanlage gibt es dann noch. Okay, Hinweistafeln 6 Stück. Charakter Sommerbeck, da haben wir schon mal 2 von 4. Okay. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu gucken. Können wir denn da hin jetzt? Scheinbar schon. Cool. Gut, ja. Dass ihn er freigelassen hat, unglaublich. Hat er nicht verdient gehabt, auf jeden Fall nicht. Hätte die Todesstrafe eigentlich verdient gehabt. Warum unsere Sniper, hast du Zweck oder wie? Ja,
Noch gut. Spiel hat mich entrüstet. Wo muss ich denn hin? Help me. I need weapons. Weapons, I need. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao. That's too short to get it all right. First time around, you better not fuck up. Wanna be born again, I want a second chance. Cause this time you better not fuck up and through it all fight.